Jo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video CSGO und heute werde ich euch mal vorstellen, wie ich mich eigentlich immer sozusagen vor einem Matchmaking aufwärme. Und zwar heißt die Map Training Bot Aim V4B und ja, die ist ganz cool, die Map, und die starten wir jetzt einfach mal mit Bots, ja, keine Ahnung, sagen mit No Bots muss man die starten. Und ja, die Bots werden dann von alleine kommen. So. Die Map ist dazu gedacht, einfach nur sein Aim zu verbessern. Es gibt viele verschiedene Varianten und die Map ist eigentlich ganz cool aufgebaut, das werdet ihr gleich sehen. Die ist so ein bisschen im Style Dust aufgebaut. Und auch Double Doors ist da drin von Dust 2. Finde ich auch sehr, sehr geil, aber ich werde euch jetzt einfach mal ein bisschen vorstellen beim Vorproduzieren. Und vielleicht habt ihr auch Bock, euch mit dieser Map aufzubauen oder euch zu verbessern. Und ja, dann so sieht's aus. So spawnt man. Und ja, dann gibt's hier so die Map. Die Map ist bei Zul und Smilly. Und ja, dann werde ich euch mal kurz das hier kurz alles erwähnen. Also Gott heißt, dass man unendlich viel Leben hat. Sieht man unten links. Ich habe jetzt 8480 Leben. Dann gibt es die Wall. Die wird sich dann hier oben aufstellen. Das heißt, so. Dann gibt es noch einmal die Kra. Die ist dafür da, dass man sich für die Kisten. Und wie ich finde, ist das sehr, sehr geil gemacht. So, und wie ihr seht schon, ich verzeihe schon die Headshots. Oh. So, dann gibt es hier noch DW, das steht für Double Door, sieht, finde ich, ganz geil aus. So, wieder ein Headshot. Ja, wie gesagt, sieht eigentlich ganz nice aus. Dann hier ist die M41. So, dann gibt es hier noch die Ammo, dass man unendlich Ammo hat. Finde ich auch ganz, ganz nice. Wenn man einfach Bock hat, drauf zu ballern. Dann gibt es hier Covers. Das heißt, man gibt hier noch extra Dinger, dann mache ich mal die anderen kurz weg. Die Kra. Dann mache ich noch kurz Double Door weg. Da. So, jetzt Covers. Covers ist auch ganz nice. Boah. Name ist gerade nicht so gut, weil ich bin gerade aufgestanden. Und ja. Okay, das war ein Double Headshot. Und ja, dann gibt es hier noch das OV. Das heißt, das ist so eine Art Orange Wall. Keine Ahnung, was hier so viel bringen wird, aber. Aber auf jeden Fall, wenn man Bock hat, kann man das auf jeden Fall machen. Dann gibt es hier sozusagen Gegneranzahl, dass man die hier weniger macht. Dann kann man hier auf 3 Gegner umstellen, 2 Gegner. Wie ihr seht, mein Aim ist schon relativ gut geworden. So, halt. Wichtig, dass man immer so Gegner von rechts und von links nimmt. Und ja, dann kann man hier natürlich auch noch mehr erhöhen. Dass die Dinger überall spawnen. Dann gibt es hier noch Armor, dass die Leute mit Armor kämpfen. So. Die Wall finde ich ganz geil gemacht. Manchmal rasten die hier richtig aus, die Bots. Aber
kann man nichts gegen machen. Und ja, dann gibt es hier noch BW, das heißt Bots have now AKs, ist auch ganz nice. So, dann gibt es noch hier das D5. Was die Bots. Die Bots nicht mehr schießen. Das finde ich auch ganz nice, einfach mal so zum Trainieren. Ist auf jeden Fall ganz geil. Und ja, das heißt, dass sie nur unten spawnen, auf dem Floor. Ich mache mal das hier weg kurz. Die Wall. Ja, nicht die Wall. Die. So. Kann einfach mal so ein bisschen sein Aim machen. So, dann kann ich euch noch zeigen, wie man es noch machen kann. Und zwar, dass sie nur oben spawnen. Das heißt, dass sie hier oben spawnen werden. Ich werde euch gleich zeigen. Oh, der Bot, der hat's in sich. So, nicht, dass ich mich hier irgendwie blamiere oder so. Aber das ist auf jeden Fall ganz geil gemacht. So, und ja, da würde ich sagen, habe ich eigentlich euch schon fast alles erklärt. Und ja, dann kann man hier natürlich auch noch, dass sie auf beiden spawnen, dass sie nicht nur. Das heißt, dass sie hier sozusagen hier raus spawnen. Manchmal buggt das hier so ein bisschen, aber kann man ja eigentlich verzeihen. Weil die Map ist eigentlich schon eigentlich von 2013 und ja, dann gibt es noch hier das hier. Das heißt, dass die Bots überall spawnen können. Auf jeden Fall. Oh Lord. Wie ich auch noch gerne aufwärme, ist zum Beispiel die AWP. Okay, da kann ich jetzt nicht umgehen. Oh, das war. Dieser Bot ist so hässlich. Oh mein Gott. Kann ich auch zum Beispiel sowas machen wie Double Doors, wie man mit einer AWP zum Beispiel rauspieken kann. Zum Beispiel so hier. Oh, what the fuck?
Sag die Typen da oben. So, ich denke mal, ich habe euch vieles gezeigt. So, da würde ich sagen, was das von der Map-Vorstellung? Ich hoffe mal, sie hat euch gefallen. War jetzt mal ein bisschen längeres Video. Und ja, falls ihr irgendwie Fragen habt, stellt ihr die beiden hier. Ich werde die heute noch vorstellen. Und ja, habe ich gerade irgendwie ein bisschen zu konzentriert. What the fuck? Jetzt ist es eingetroffen. Huh! Sind ja eine weggeflogen. Die fliegen alle weg. Meine Skins werden hier irgendwie auch nicht gezeigt. So, würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, was das war der Folge hier. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Bleibt geil und ciao, ciao. Scope.